Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier in meinem Chaos der dezenten Ausraster. Ja, vergessen wir die letzte Folge einfach, sondern freuen wir uns auf die heutige jetzige. Ich freue mich zumindest, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel Spaß. Es ist Abend. Wir eröffnen nämlich jetzt gleich den Laden. Aber davor gehen wir jetzt erst nochmal zur Farm. Denn Otto hat gesagt, wir können ernten gehen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, wir haben nämlich den zweiten Kontrollraum gefunden, sind also ein bisschen weitergekommen. Oh, wegen diesen zwei, Pflanzen tanze ich jetzt hier an nachts. Ist das dein Ernst? Naja, damit es nicht verwässert. Damit es nicht verwässert. Alles klar. So. Und hier ist auch noch Unkraut. Das sehe ich doch im Dunkeln auf 2 cm. Okay, dann gehen wir jetzt in die Sushi-Bar und werden ein schönes Menü zusammenstellen. Ich hoffe, dass wir alles haben. Bei Sushi-Bar Nummer 2 macht mir ein bisschen Sorge, dass wir so wenig Drescherhai haben. Gut, den... Nee, dass wir so wenig Marlin haben, so herum. Ja, aber es wird so machen, ne? Schlechtes Wetter, können wir nicht wirklich angeln gehen. Es ist so, wie es ist. Ich gucke mal kurz, ob wir in der Forschung noch irgendwas anstellen können. Gefüllter Pfauen, Kalmar. Das sind halt alles Sachen, da fehlt uns immer noch ganz viel, richtig? Polartenfisch, oh, den kriege ich auch so schwer nur, ne? Sägebarsch-Sandwich. Sägebarsch, den haben wir auch noch nicht. Das sind halt jetzt alles Sachen, an die ich so schwierig rankomme. Schirmquallengelee. Fleisch einer Schirmqualle, das ist dieses Riesenteil gewesen. Ja, aber das kann ich ja dann auch nur einmal kochen, ne? Blobfisch, Frühlingsrolle. Ja, aber den Blobfisch haben wir doch auch... Also, wie gefühlt haben wir davon noch nichts. Dann brauche ich auch nichts erforschen. So, Menü. Also, wir müssen nämlich Kugelfische. Wir brauchen Kugelfische, beziehungsweise Reis brauchen wir. Wir brauchen Reis, aber wir können das Feld nicht erweitern. Vielleicht müssen wir, wenn Django wiederkommt nachmittags... auch bei ihm mal Reis kaufen. Er hat ja auch fertige Sachen. Aber jetzt, Ladies and Gentlemen, wenn wir das erstmal 8-mal auf die Karte packen, dann gibt's, was sind das? Trüffelhaifisch-Sandwich. Oh la 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 la. So, das packen wir 4-mal rauf. Dann haben wir 12 Sachen. Drescherhai. Machen wir so, das sind 20. 1, 2, 3, 4, 25. Da war jetzt ein Multiplikator, freiwilligerweise. Oh, 14 plus 4 macht 18. Okay, 26. Ich zähle doch mit. So, dann hiervon. 26, 39. 35? 37? Oh, ich bin schon wieder verzählt. Also 10, 24, 28, 29, 30, 36. Weil wir dürfen halt nicht so viele Sachen haben. 36. Dann müssen wir mal ein bisschen was nehmen, was wir auch auf Vorrat haben. Weil ihr seht's, ne? Langsam wird es ein bisschen knirsch hier unten. Haben wir hier 36. Haben wir 40. Haben wir 6. Schon wieder Multiplikator. Wie viel haben wir jetzt? Ach, man muss sich jedes Mal neu zählen. Was ist denn heute los? Also, 21, 31, 35, 39, 40, 47. Das ist definitiv Oberkante, Unterlippe. Da würde halt bestimmt auch was übrig bleiben. So, wir eröffnen den Bums. Ich bin sehr gespannt. Heute kommt keiner. Die sehen alle so pikiert aus. Die serviere ich sehr gerne. Aber das ist nach wie vor teuerste Gericht auf der Karte. Oh, da muss ich ganz nach hinten laufen. Nee, ich laufe nicht ganz nach hinten. Ich laufe zu dir. Da mache ich Geschirr. Da ist ein Cocktail. Kriegen wir hin. So. Und? Eins rüber. Eins rüber. Das ging nicht. Es ging nicht. Mist. Das ging nicht. Ich hab's nicht rüberbekommen, Freunde. Ich mache jetzt erstmal Wasabi. Dann wäre halt das Problem, da hinten will jemand einen Cocktail. Unten läuft's auch ganz gut in der Zweitstelle. Ja, pass auf, wir laufen zum Cocktail. Ich renne. Ich eile. So. Und da.
Nein! Scheiße. Entschuldigung. Heute ist nicht mein Tag. Heute ist nicht mein Tag. Unten sind alle zufrieden. Geh doch in die andere Stelle. Geh doch da hin. Oh, ich habe jetzt, glaube ich, einen Zeitsprung drin. Das wollte ich nicht. Die Musik war jetzt irgendwie schneller. Es tut mir leid. Irgendwie war die Musik schneller. Herrliches Zeug. So, da hat jemand seinen Cocktail nicht bekommen. Es tut mir leid. Ich verärgere die Leute. Weißt du, die Angestellten sind mittlerweile alle top. Alle anderen kriegen Schulung. Außer der Chef selbst. Das ist der Klassiker. Es ist einfach der Klassiker. So, wir haben heute nicht ganz so viel verdient. Ja, aber 4,7. Das finde ich gut. Ich finde auch dieses dritte geil. Kein Menü. Also sie feiern nur zwei Menüs. However. Also 22.000 finde ich okay. Finde ich gut. So. Wow. 18.000 finde ich auch richtig, richtig gut. Es war keiner sauer. Und Drescherhai war der Renner. Finde ich auch gut. Heißt aber übersetzt, wir brauchen auch bald wieder Drescherhai, ne? Ja, Auftrag gescheitert. Das heißt, heute ist schönes Wetter. Das heißt, es übersetzt. Nikolaus, der 6.12. Habe ich was im Schuh? Okay. Hä? Hier ist eine Nachricht angekommen. Und Ellie hat einen Beitrag hochgeladen. Okay. Sollte ich sie mal ansehen? Das ist bestimmt von Udo. Ach nö, Curryparty. Das Gewürzlabor. Hallo zusammen, dies ist das Gewürzlabor. Wir erforschen die perfekte Kombination verschiedener Gewürze und Zutaten. Wir haben gehört, dass die Gewässer des Blauen Lochs wie eine Weltausstellung sind, auf der alle Arten von Meerestieren zu sehen sind. Welche Gaumenüberraschung werden wir finden, wenn verschiedene Fische und Gewürze aufeinandertreffen? Die Curry Night. In 3 Tagen werden wir uns auf die kulinarische Reise begeben. Unsere auserwählte Zutat ist Curry. Curry ist bekannt für seine krebs- und demenzhemmenden Eigenschaften. Lernt die neuen Geschmacksrichtungen des Blauen Lochs auf der Party. Da ist die Mail zu Ende gewesen. Also in 3 Tagen. Da müssen wir gucken, was für Gerichte wir brauchen. Beziehungsweise, was für Zutaten wir für die Gerichte brauchen. Was ist? Ein Geschenk von Eco-Watcher zum Rangaufstieg? Das erinnert mich daran, Wo wollten wir denn reingucken? EcoWatch, genau so. Level Up Rewards, Öko-Edelsteinarmband. Ohne diesen Post hätte ich das tatsächlich schon wieder vergessen, ne? Okay. So, weil sowas Muscheln und sowas habe ich ja alles. Kann ich ja alles mal bringen. Schon so lange nicht mehr gemacht, ne? Es tut mir leid. So, Fossilien, das braucht noch. Aber hier so Korallenzeugs, Muscheln. Habe ich ja mir vorgenommen, dass wir das mal machen. Jetzt können wir wenigstens ganz viele Sachen einfach mal ausliefern. Quallen, siehst du, das können wir machen. Zu hohe Fischbestände, das können wir machen. So, regionale Ökologie. Seesternerforschung. Muscheln. Dann haben wir hier unten noch was. Kann man nicht alle irgendwie liefern? Man kann immer nur einzelne. Das ist ja belastend. Also, wir liefern jetzt erstmal ordentlich Sachen ab. So, die ganzen Seesterne. Brauchen wir ja alles nicht. Gleich hatten wir Levelaufstieg. Gleich ist Levelaufstieg angesagt, Freunde. Kann ich immer noch nicht. So, jetzt Stufe 4. Endlich. So, Öko-Edelstein-Armband. Ich freue mich. Gucken gleich, was es kann. Was haben wir hier als Belohnung? Als Belohnung. Öko-wasserdichte Tasche. Ach, zauberhaft. Das habe ich mir immer schon gewünscht. So, und mehr kann ich jetzt gerade tatsächlich gerade gar nicht. Nee.
Aber was macht das Armband? Wir werden mal gucken in die Kiste, was es kann. Ein Armband aus verarbeiteten Edelsteinen gewährt beim Abbauen Bonus. Erhöht die Menge der abbaubeschaffenen Mineralien. Ah ja, okay. Muss ich jetzt nicht unbedingt extra auswählen, aussuchen. So, wir haben einen neuen Morgen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall alle Farmen absammeln. War ich jetzt überall in allen Mails drin? Wir waren auf Cookstar. Doch, ich glaube, überall waren wir drin. Okay, die Hühner brauchen gerade kein Futter. Wir müssen gucken, was wir mit den 46.000 Öcken machen. Wie wir die investieren. Aber ich glaube, ich würde vielleicht noch in Ausrüstung gehen. Also wir gucken mal. Wir brauchen auf jeden Fall Samen. Ich hätte gerne noch ein Reisfeld. Aber nix. So, wir ernten jetzt erstmal ordentlich. Aber richtig viel. Sagen wir nicht. Dann düngen wir gleich noch den Krams, aber wir pflanzen erstmal. Also beziehungsweise Dünger schmeißen wir jetzt hier immer beim Reis rauf. So, da düngen wir. Und hier gibt es jetzt erstmal Zwiebeln. Perfekt. Was möchte ich jetzt anbauen? Tomaten vielleicht? Ja, lass mal Tomaten machen. Nochmal Karotten vielleicht. Auberginen. Habanero. Passt. So. Perfekt. Sehr schön. Dann habe ich den Dünger fast vergessen. Kommt noch Dünger rauf. Dann werden wir mal gucken, was wir noch ein bisschen kaufen. Hier haben wir 28. Pass auf, wir werden einfach mal von allem nochmal 3 kaufen. Weil ich glaube, ich werde den Leuten jetzt mal keine Schulung geben, sondern jetzt wirklich das mal nutzen, um ein bisschen Inventar Inventar zu kaufen. Aber wir können auch Reis kaufen. Guck mal, wir können auch Reis kaufen. Dann kaufen wir Reis. Gut, den brauchen wir nämlich langsam. Verteilung für die Zweitstelle machen wir wieder abends, wenn ich hoffentlich dran denke. So, Fischfarm. Wichtig und richtig. Weil ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich direkt ins blaue Loch. Ich würde sehr gerne in den Gletscherbereich gehen, aber wir müssen jetzt ganz normal ins blaue Loch, weil wir einfach angeln müssen. Wir brauchen Sachen. Wir müssen fischen. So. So, 3, 4. Ja, mein Gott, 2. Da nehme ich alle 5. Hole ich rüber. Hier... auch alle 5. Kann einer in die Küche. Kugelfisch, den brauche ich unbedingt. Aber den brauche ich in der Zweitstelle. So. Perfekt. So, Thunfisch, Marlin, Feuerfisch, Marlin. Von dem bräuchten wir eigentlich. Aber der will nicht. Der Marlin, der will nicht. Jetzt wollte ich fast die Zucht einbrechen lassen. Drescherhai bräuchten wir auch. Will aber auch nicht, ne? Die brauchen halt einfach länger, ne? Vielleicht ist es auch nicht das passende Ambiente, wer weiß. Ich stecke da nicht so drin. So, das sollte passen. 56. Oh, Otto hat was. Warte mal. Der hat eine Sprechblase. Er hat was Neues. Ah, offene Fläche. Hydrothermale Quelle. Kaufen. Dann ist das besagte hydrothermale Quelle. Aha, aha, okay. Okay, okay, okay. So. Hier. 95% auch wieder Oberkante, Unterlippe einfach komplett voll. Langnasensägehai.
absammeln. Sepia brauchen wir nicht. So, dann... Wir haben bis jetzt noch kein einziges Mal irgendwas verkauft, ne? Wir haben es immer bis jetzt an die Küche geschickt. Wir können es von da, wenn wir es einmal haben, glaube ich, auch nicht mehr verkaufen, ne? Will keiner mehr wahrscheinlich. So, hier 12. Ja, das sind alles Sachen, die können wir an der Zweitstelle jetzt nicht gebrauchen. Davon haben wir überall 2. Ja, das bringt jetzt nicht so viel, diesen einen kleinen Fisch. Aber ist okay. So, 54. 57 ist eigentlich an und für sich auch voll okay, aber ich nehme mal trotzdem das was raus. Passt. Passt. Da sind wir einfach zu selten, ne? 52. So, da haben wir nämlich ein paar Krabben. Ah, stimmt, jetzt weiß ich. Wir müssen gucken, was wir brauchen für das Fest, damit wir so ein kleines Ziel haben. So, das passt auch. Dann laufen wir jetzt immer nach ganz hinten. Ah, guck mal, so sieht das aus. Ja, also da züchten wir dann schon was. Wobei das auch wild ist, überleg mal. Das heißt, wir züchten eigentlich ausgestorbene Wesen. Das ist auch wild. Eigentlich, ne, was soll ich sagen? So. Nimm doch. Ach, irgendwas klappt hier gerade nicht. Hallo. Okay, da ist gerade irgendwas buggy. Dann gehen wir raus. Dann soll es nicht so sein. Die Natur wehrt sich, habe ich das übersetzt. wir gehen jetzt in... Ding, wo will ich hin? In die Sushi-Bar. Weil wir jetzt gucken, was wir für das Curryfest oder was für Gerichte wir machen können. So, pass auf, das heißt... Richtig, genau. Wir gucken mal beim Menü rein. Das heißt, alles, was jetzt irgendwie Schleifen hat, das hier... Papageifisch-Curry. Siehst du, das würde funktionieren. Da bräuchten wir Kurkuma und Zwiebeln. Aber vor allen Dingen Kurkuma. So, weil das hieß übersetzt, wir müssten vielleicht Kurkuma kaufen. Also wir müssen Reis kaufen für die Zweitstelle. Kurkuma für das Event. Bei den Beulenkopffisch, das können wir aufteilen für beide. Ja, Papageienfisch an die Zweitstelle, Kurkuma und Zwiebel. Also das wäre ein Gericht, was man anbieten könnte. Das war's auch schon, oder? Haben wir noch irgendwo was mit Curry? Hier haben wir noch eins, Muräne und Kurkuma. Aber da haben wir eh so wenig. Das würde ich hier jetzt allgemein in der ersten Stelle erstmal lassen. Das war's. Also fokussieren wir uns auf ein Gericht, was an und für sich auch okay ist. Aber deswegen würde ich es jetzt auch erstmal nicht aufleveln. Gut, dann gehe ich jetzt doch gleich mal zur Zweitstelle. Ich hätte auch die Katzen füttern können, was ich auch schon wieder vergessen habe. Und wir gucken mal gleich, ob wir diesen Papageien... Den Papageienfisch gleich mal was rüber transferieren, ich es vergesse. Warte mal. Wo haben wir ihn? Ich glaube, dass wir den... Also hiervon müssten wir schon ein bisschen was haben. Ich bilde mir ein, dass ich hier... Ja, dass ich irgendwann mal gesagt hätte... Ah, siehst du, man könnte ihn sogar verkaufen, wenn zu viel ist. Dann nehme ich alles zurück. Ich dachte ursprünglich, man kann ihn nicht verkaufen. So, dann passt das. So, dann müssen wir gucken. Beim Gemüse habe ich gesagt, wir brauchen auf jeden Fall Zwiebeln. Ja, das müssen wir auf jeden Fall fürs Fest dann noch ordentlich aufteilen. Gut, dann habe ich einen Plan. Und... Was wollte ich jetzt noch? Die Katzen füttern, ich weiß. Aber ich glaube, wir werden dann jetzt einmal ins blaue Loch direkt reingehen. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich bei iDiver irgendwas aufbessern kann. Also, wir könnten zum Beispiel die Sauerstoffflasche, dann hätten wir... Ja, das finde ich ganz cool.
Frachtkiste finde ich auch geil. Aber was ist denn hier mit Harpune? Da hätte ich eigentlich Bock drauf. Der Rest ist Maximum. Also lass uns mal die Harpune aufbessern. Was ist das? Superlegierungs-Harpunenkanone. Schaden 40. Aha, zauberhaft. Und das ist jetzt das maximale Level. Fantastisch. Dann würde ich Sauerstoff, ist halt auch extrem wichtig. 11.300. Haben wir aber auch noch nicht alles. So, maximale. Oder wir machen gleich auf Max. Das ist Stufe 10, ist bestimmt Maximum. Ja, komm, Luft ist wichtig. Geil, geil. Da haben wir jetzt Maximum. So, und das war's jetzt mit den Investitionen. Ich freue mich. Das Spiel freut sich auch. Ui. Nehmen wir mit. Und gehen ins Blaue Loch. Das wird jetzt toll, Freunde. Das wird richtig toll. Das weiß ich jetzt schon. Ich sage euch das. Fantastisch. Da freue ich mich jetzt wirklich drauf. Da freue ich mich jetzt drauf. Einfach mal eine ganz, ganz normal entspannte Runde. Mit mehr Luft. Boah, 479. Also 479 ist das Maximum. Mehr Luft jippet mich vom Spiel. Ich nehme jetzt auch mal sowas wieder mit. Also wir müssen jetzt richtig viel zusammen angeln und fischen und überhaupt. Marlin wird zauberhaft. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Ich nehme mal zwei mit. Jetzt nicht zu viel. Muscheln können wir auch immer gebrauchen. Dresserhai brauchen wir auch. Deswegen gehe ich jetzt mal links rum. Unsere Waffe ist ja jetzt stärker. Vielleicht geht das dann auch mit dem Erlegen schneller. Brauchen wir nicht. Da ist er ja. Boah, es geht wirklich schneller. Guck mal, wie easy peasy. Ja gut, aber wir hatten ja jetzt auch ein Waffenlevel, also ein Level-Up quasi dazu gekauft. Aber ist krass. 3 Schuss statt 5. Das macht einen dezenten Unterschied. Finden wir gut. So, und jetzt schwimme ich gleich erstmal eine Runde nach oben. Auf der Suche nach dem Marlin. Aber ich brauche noch irgendwas Kleines als Köder. Ah, guck mal hier, Papageienbeulkopffisch. Ich wollte gerade sagen, was schwebt denn da so in der Luft? Es ist dieser zauberhafte arme Fisch. Und irgendwie sollte ich eigentlich... Ja, ich habe noch eine Kugel drin. Ich merke mir das mal jetzt hier unten. Ich finde es halt so schade, diese eine jetzt zu verschwenden, weißt du? Ich muss aufpassen vom Gewicht her. Ich meine, 125 Kilo war gut. Aber wir wissen selbst, wie schnell das der Fall ist, dass... Was packe ich denn rein? Warum ist der denn auch vergiftet? Ich mache die Qualle rein. Heute gibt's glibberiges Essen. Qualle. Was wollte ich sagen? Vergessen. Super. Zu lange nachgedacht. Ein Traum. Ha. Ich weiß es nicht mehr. Sorry. Wehe, wir finden hier keinen Marlin. Legt ihr euch mit mir an? Ernsthaft jetzt? Tch. Ich fürchte ja, wir werden keinen Marlin finden. Aber dann ist das so, ne? Ich habe den Eindruck, dass unten drunter schon wieder komplett alles mit Kalksteinhöhle untersetzt ist. Also komplett alles unten drunter. Hm. Weil ich meine, theoretisch wäre es ja ideales Wetter für Marlin. Schönes Wetter. Sonne scheint. Alles ist herrlich. Nehme ich Sauerstoff? Nö, noch nicht. Das reicht noch. Haha. Dass ich das mal sagen kann. Es sieht jetzt nicht so aus, gell? Und Katzenfutter wäre auch echt toll. Das hat Django nie im Angebot, ne? Das können wir auch nicht herstellen. Was ist das? Mayonnaise. Nicht anders kaufen. Also das mit dem Katzenfutter ist nach wie vor so ein dezentes Problem.
Ich möchte aber die Katzen füttern. Es gehört dazu. Ich war es nicht. Sauerstoff. Ja, doch, würde ich einmal mitnehmen. Tauschen wir aus. Ich war es immer noch nicht. Ja, pass auf. Jetzt habt ihr mich überredet. Jetzt fülle ich es doch auf. Berlin bebt schon wieder. So, hier ist ein normaler Hai. Nehmen wir den mit. Ach, ich weiß nicht. Den kriege ich ja eigentlich fast auch mit dem Messer jetzt schon hin. Süße. Guck mal, der ist ja jetzt so gar kein Gegner mehr für mich. Der Schwarzspitzenriffhai. Ich bin langsam King of the Ocean. Den genauso. Ja, aber nichts mit Marlin, ne? Warum schieße ich? Weil ich es kann. So, und hier merke ich schon wieder Strömung. Also ich glaube, da möchte ich nicht rein und nicht ran. Und... Oh, ärgerlich. Na, musst du mir hinterher schwimmen, Freund? Ja gut, in die Kalksteinhöhle möchte ich wirklich nicht. Dann könnte das tatsächlich ein sehr, sehr kurzer Tauchgang sein. Weil die Sachen, die ich haben wollte, kriege ich teilweise gar nicht, weil sie nicht da sind. So. Umer. Ich danke dir für die Umer. Kugelfisch, den brauche ich, aber sowas von. Das ist ein Gericht, was wir haben auf der Zweitstellenkarte. Flop. Ich werde hier auch jetzt gleich nochmal eine Kiste versenken. Und da kommt rein Titandrückerfisch. Lecker, lecker, heute frisch in der Kiste. Wahrscheinlich ein bisschen warten, bis da was reingeht. Ich würde mich, glaube ich, auch nicht zu weit entfernen wollen. Ja, pass auf, wir nehmen den jetzt noch mit. Um die Zeit ein bisschen zu überbrücken. Oh, ich freue mich voll, wenn wir da jetzt im Gletscherbereich noch ein bisschen weiter nachgucken, uns umsehen. Boah, das wird voll gut. Da freue ich mich drauf. Ich schwimme einfach hier nochmal eine Runde hoch. Vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. Ich glaube es zwar nicht. Aber... So kleine Fische könnte man noch. Ich könnte auch jetzt nochmal eine Qualle mitnehmen. Also man merkt schon deutlich, dass wir Sauerstoff gleich so extrem jetzt aufgebessert haben. Es war jetzt um 2 Stufen, ne? Den Unterschied merkt man wirklich enorm. So, vielen Dank dafür. Haben wir nichts mehr zu trinken. Thunfisch habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Gibt es sie überhaupt noch oder haben wir das leer gefischt, den Bestand ausgebeutet, leer gewildert? Ich würde jetzt halt links runter nochmal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht, wenn wir Richtung Schiffswrack kämen, nochmal den Segelfisch vielleicht. Weil wir haben ja jetzt ein verbessertes Gewehr. Das wäre halt schade, wenn wir das jetzt nicht nutzen würden. Aber Marlin sieht nicht danach aus. Ich glaube, wir müssen auch einfach von diesem Marlinsgericht runter. Vielleicht sollten wir den Manager an der Zweitstelle auch noch mit aufbessern, dass er vielleicht auch noch mal andere Menüs auf die Karte setzen kann. Ich weiß nicht, ne? Ich weiß nicht. Wobei, das könnte uns die richtig guten Menüs aus unserer Stelle kosten. Ah, es ist schwierig, da das richtige Händchen zu beweisen, wann man wie was macht, taktisch. Schauen wir mal. Aber so ein bisschen hört sich das doch voll irgendwie an nach. Hier schwimmt irgendjemand.
Nee, hier unten nicht. Höher. Vielleicht doch Marlin, aber ich glaube nicht. Von der Höhe könnte es passen. Ich schwimm noch mal hier rein. Aber den hätten wir gesehen. Nee, der ist hier nicht. Wenn die Kalksteinhöhle so groß ist, dann finden wir da auch keinen Marlin. Ah, es war die Kiste. Irgendwas Großes ist da drin. Es rappelt im Karton. Ja, ich werde jetzt hier links nochmal runter. Und ansonsten war es dann auch schon. Schon. Haha. Nehmen wir mit. Das wird Blei sein. Blei? Blei. Das sah so nach Blei aus. Ach, Katana. Komm uns doch nicht damit. Wir haben doch selber schon viel bessere Waffen. So richtig gut. Dann nehmen wir hier was mit. Das stand bei EcoWatch nämlich auch noch. Oh, Kurkuma brauchen wir fürs Fest. Richtig gut. Also so ein paar sinnvolle Sachen haben wir auf jeden Fall gefunden und mitgenommen. Aber leider nicht alles. Ich messer dich. Siehste? Sag ich doch. Großaugen Stachelmakrele. Gefühlt ist hier alles giftig, was wir einsammeln. Und den Leuten auch noch so anbieten. Tiger-Eye könnte hier unten nochmal sein. Aber ich würde, glaube ich, mal vorschlagen, lass uns doch nochmal zum Schiffswrack. Nehme ich den Sauerstoff mit? Nö. Kann ich noch eine Kiste? Nee, weil haben wir auch schon alle drei aufgebraucht. Würde ich jetzt in die... nochmal aufbessern. Oh, krass. Okay, das ist wild. Aber das ist vielleicht für den Segelfisch ganz geil. Weil der war ja doch auch ein bisschen stärker. Ich glaube, dann würde ich als erstes auch zu dem hingehen. Oder hinschwimmen. Gehen ist ja so ein bisschen... wäre ein bisschen falsch gesagt unter Wasser. Hier ist ein Hammerhai. Okay, pass auf. Dann sollten wir vielleicht erst auf den Hammerhai gehen. Eins. Zwei. Brauchen wir nochmal Munition. Und diese Springquallen. Könnte man auch nochmal mitnehmen. Pass auf. Ich hab's geahnt, ihr blöden Quallen, ihr dreckigen... Ich hab's geahnt, ich hab's geahnt! Boah, jetzt echt die Steine, dann ist mein Hai weg! Dann ist mein Hai weg! Okay, pass auf, schnell, schnell sein! Schnell sein! Dreckigen. Ich habe Übergepäck. Warum das? Mist. Was werfe ich denn jetzt raus? Glas? Und was noch? Glas? Fragmente? Weil den Segelfisch hätte ich halt doch gerne. Muscheln? Die Muscheln machen es. Siehst du das? Diese ganzen kleinen. Passt. So. Dann gibt es noch ein bisschen Sauerstoff. Ich brauche eigentlich die Munition von da unten. Die brauche ich schnell. Flupp. Geh weg. Da hatte ich mehr Glück als Verstand. Bei den Segelfisch, den hätte ich wirklich gern. Die werde ich auch mit der Drohne dann hochschicken. Dann haben wir die nämlich vielleicht auch für die Zucht mal. Das wäre ganz cool. Ich glaube, wir müssen erst an den Barracuda hier vorbei. Ah, Hilfe, geh weg. Den will ich aber nicht einsammeln, ne? Den will ich nicht einsammeln. Perfekt, Freunde. Und der kommt jetzt mit der Drohne hoch. Vielleicht. Naja, der Barracuda blinkt schon. Den kriegen wir nicht. Siehst du? Ist er weg. Ist aber wirklich gar nicht schlimm. Mir war jetzt wichtig den Segelfisch. Dann belastet er unser Gepäck nicht. Wir können nochmal Pfeffer mitnehmen. Die Schale da hinten, weil die Geld bringt.
Warum sagt er denn neu? So neu ist der Segelfisch doch gar nicht. Es ist ein neuer Segelfisch, ja. Aber vielleicht neu, weil lebendig. Wir haben den bis jetzt noch nie mit der Drohne hoch. Ich glaube, das macht nochmal einen Unterschied, ne? Ach, verdammt. Dich habe ich nicht gesehen. Du bist hier echt so gut platziert. Dich sehe ich ganz oft nicht. Aber dich brauche ich für mein Essen. Dankeschön. Jetzt habe ich Übergepäck. Das reicht denn auch, würde ich sagen. Naja, springt mal. Müssen wir halt überlegen, was wir jetzt nachmittags machen. Mich würde halt das blaue Loch voll reizen, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen angeln gehen. Blöd, wie es ist. Wir haben ja noch einen Laden. Wir haben Verantwortung über Angestellte. Schauen wir mal. Erstmal müssen wir jetzt auftauchen. Ich glaube, ich investiere sogar in meinen richtig guten... Guck mal, ich habe sogar noch Sauerstoff, den ich während des Auftauchens einatmen kann. So, aber das können wir uns jetzt leisten. Den Sauerstoff zum schneller Schwimmen zu investieren. Aber damit macht es halt wirklich jetzt richtig Bock, wenn wir jetzt so richtig weit damit auch kommen. Vor allem kannst du dich auch dann mal stärkeren Gegnern stellen. Mit dem Sauerstoff. Noch 45 Meter bis zur Oberfläche. Normalerweise dürfte man nie so schnell auftauchen, ne? Wobei normalerweise würde man, glaube ich, auch gar nicht so tief tauchen. Ich kenne mich da nicht aus, aber ich glaube... Ich meine, das so gelesen zu haben. Aber kein Marlin. Ernüchtert. Aber was nicht ist, ist nicht, ne? Theoretisch sollte das Menü dann noch viel teurer sein. So, nachmittags. Ich hoffe ja, dass Django vielleicht da ist. Wir haben ja noch 3000. Reicht zwar nicht für ein Geheimrezept, aber... Django? Was haben wir denn heute für einen Tag? Ja, heute ist Dienstag. Django ist da. Cool. Dann gehen wir in die Sushi-Bar. Dann kriegen die Katzen nämlich auch ihr Futter. Und dann ist unsere Folgenzeit auch fast vorbei. Traurig, aber wahr. Erst die Katzen. Oh, so süß. Was gibt's denn heute? Gibt's gewöhnliches Katzenfutter, mein Schatz. Guten Appetit. Also, hallo, ich möchte, ja, Reis kaufen, habe ich gesagt, ne? Noch irgendwas? Nur Reis? Ich habe mir da noch was aufgeschrieben. Kurkuma und Zwiebeln. Hat er Zwiebeln? Nein, hat er nicht. Pass auf, dann kaufen wir Reis, weil Reis brauchen wir. Dankeschön. Okay, dann werde ich jetzt Trüffel kaufen. Trüffel haben wir auch auf der Karte, aber nicht so viel. Ich nehme mal nur 2. So, mehr Geld können wir nicht ausgeben. Dann... Was machen wir denn jetzt? Gleich die nächste Schicht? Ich meine, wir müssen gucken, ob wir Marline fangen. Eigentlich müssen wir wirklich runter. Ist jetzt echt dumm, ne? Pass auf. Uns fehlt ja nur noch eine Vorrichtung, ne? So, also. Drescherhai, Sternkugelfisch, Marlin sind so unsere Ziele, die wir jetzt verfolgen. Neben Katzenfutter, Kurkuma und... Und das war's. Zwiebeln finden wir nicht im Meer. Wer kennt sie nicht? Die Meereszwiebel. So, Reis übersetzt. Aber guck mal, selbst wenn unsere Waffe nicht aufgebessert ist, kriegen wir trotzdem den Drescherhai jetzt wesentlich schneller besiegt. Richtig gut. Den hat es auch mit erwischt. Also mehrere auf einen Streich sozusagen. Toll. So, ich nehme es jetzt diesmal gleich mit und er braucht mir gar nicht hinterher zu schwimmen, denn das wird dann das letzte Mal sein, dass er irgendwie hinterher schwimmt. Weil ich euch messe und ihr dann kaputt seid. Ganz einfach.
Nö. Du sahst so zerstört aus. Ich dachte, ich kann dich mitnehmen. Schön, darüber freue ich mich. Nehme doch gleich dankend an. Ich wünsche mir Marlin. So ein Fischmondgebiet hier, ne? Ist auch bald wieder soweit. Was packen wir rein? Nehmen wir den. So. Ich ärgere mich. Die Erze werden dann genau die drei sein, die mir das Inventar dann einfach bodenlos voll machen werden. Ich sag euch das. Wenn dann wieder der Moment kommt, dass... Oh, hier will ich rein. Dass wir nichts mehr tragen können. Wenn wir wieder zu viel eingesammelt haben. Da haben wir Sauerstoff. Brauche ich gerade nicht. Thunfische. Hey, die hatten wir schon so lange nicht mehr. Die hatten wir schon so lange nicht mehr, Freunde. Aber dann finden wir auch keinen Marlin. Das wisst ihr, ne? Bruno. Ich glaube aber tatsächlich, dass ich den jetzt hier... Ah. Mann! Oh, ich habe keinen Schuss mehr. Ist nicht schlimm. Ich glaube, hier müsste ja irgendwo Munition noch sein. Also erst machen wir den Kochtopf. Olivenöl. Antikes Zeugs. Aua! Mann, auf die achte ich schon gar nicht mehr. Deswegen dödel ich immer gegen die dagegen, ne? So, da ist die Munition. Das ist zauberhaft. Hier gibt es jetzt eine Kiste. Und wir packen rein. Ja, mach doch den komischen Feuerfisch da rein. Braucht man nicht. So, und dann geht's zurück zu den Thunfischen. Die hatten wir wirklich schon ganz lange nicht mehr. Nee, pass auf, warte mal, da ist erst noch was anderes. Oh, Sauerstoff. Vielen Dank. Ja, aber wenn die da sind, die Thunfische, wie gesagt, dann werden wir kein Marlin finden. Was jetzt? Naja, ne, wir können es nicht ändern. So, zack. Lass mich in Ruhe arbeiten. Der Weg da hinten ist länger. So, du kommst jetzt auch noch dran, Freund. Hat so oft gegen mich gedödelt. Ich glaube, mit meinem Messer werde ich jetzt vorgehen. Schlitze den Bauch auf. Der arme Thunfisch. Dann habe ich einen ganzen Schwarm erledigt, ne? Und erlegt. Zack. So, genau so. Ich ekliges Wesen. Aber das genau ist unser Business. Ekliges Business. So, dann würde ich jetzt die zwei Kisten noch absammeln. Das nehme ich auch noch mit. Haben wir Drescherhai? Haben wir den? Ja, haben wir. Sternkugelfische habe ich auch, glaube ich, ein, zwei. Marlin. Ja, nö. Ich werde zwar dann da nochmal gucken, aber ich glaube, da war nichts. Da kommt auch nichts. Das mit dem schlechten Wetter hier in Dave the Diver ist wie das schlechte Wetter in Stardew Valley. Wo man in Stardew Valley dann die Chance genutzt hat, in die Mine zu gehen. So lustig. Nutzen wir hier dann, um zum Gletscherbereich bzw. zum Seevolk zu gehen. So, beide Kisten haben wir jetzt ausgeräumt. Was mach mal? Eigentlich glaube ich nicht, dass da jetzt noch was kommt. Pass auf, wir tauchen jetzt auf. Jetzt
Zeit auch nicht unnötig verschwenden. Wir haben richtig wenig Zeug diesmal dabei, ne? Aber brauchen wir jetzt ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen. So. Wir haben schon wieder eine Abendschicht, ne? Machen wir, glaube ich, auch jetzt gleich. Ja. Wenn jetzt nichts dazwischen kommt, schließen wir ein Dach ab. Ja, ja, Feldfrüchte sind Erde. Immer kommst du hier Richtung Ernte, wenn Nacht ist. Nee, du gute Nacht, Otto. Nicht mit uns. Jetzt nicht. Des basto. Also, wir brauchen ein Menü. Und da packen wir rein. Machen wir nur 6-mal, weil langsam wird es ein bisschen wenig auf der Karte. Dresch. Ich habe die Zweitstelle nicht angepasst. Wait. Da müssen wir, bevor wir es eröffnen, erstmal zur Zweitstelle gehen. Da war ich ein bisschen voreilig. Weil da müssen wir die Kugelfische auf jeden Fall. Also, siehst du, weil du kannst es nicht anders sortieren. Menge, Preis, Name. Ja, nach Namen vielleicht. Vielleicht ist ein Name gar nicht mal so blöd. Weil nach Name müsste Drescherhai ja hier jetzt sein. Ja, siehst du, weil dann würde ich nämlich vom Drescherhai tatsächlich so ein bisschen was liefern. Dann Sternkugelfisch. Aber hier ist schon Marlin. Oder bei Kavi Kugelfisch. So richtig alphabetisch sortiert. Na doch. Na, dann wird es unter Sternkugelfisch sein. Da. Ja, haben wir schon genug? Okay, das passt. Und Marlin haben wir ja sowieso nicht gefangen. Okay, das passt. So, Entschuldigung. Dann passen wir jetzt das Menü an. Und eröffnen den Laden. Aber ihr seht, ne? Also so ein bisschen wird es jetzt auch bei den Menüs, die wir so haben, zumindest bei den hochpreisigen Menüs, langsam auch schon schwierig. Also 6 Menüs haben wir schon. So, jetzt haben wir 17. Wir könnten mal das noch mit anbieten. 17, 18, 19, 20. 25. Dann machen wir. Das sieht auch gut aus. Schellfisch Aquapatzer. Das ist mit dem Kader von 6. Machen wir das so. Okay, jetzt haben wir 12, 20, 31, 37. Und dann machen wir das hier vielleicht noch. 37. 47 wäre aber dann das Maximalste. Okay, pass auf. Dann eröffnen wir den Laden. Ja, das passt. Okay, gut. Let's go. Sieht so sportlich aus. Jetzt erstmal einen grünen Tee. Vielleicht nochmal Wasabi hier jetzt auffüllen. Wer sportlicher ist, rennt bitte bis ganz nach hinten. Dreschei. Dann nochmal Wasabi. Da wird Cocktail gewünscht. Ich bin da. Guten Tag. Hallo? Ging nicht. Okay, so. Das wird, das sehe ich. Guten Appetit.
Freude. Wasabi. Unten läuft es auch ganz in Ordnung. Da ist jemand sauer. Passiert. Dann gehe ich halt in die andere Stelle. Oh, Leute. Die wollen wahrscheinlich alle das, was jetzt leer ist. Warten Sie. Erst wegräumen. Okay, was darf ich Ihnen anbieten? Schön. Da will noch jemand Cocktail. Kriege ich das hin? Ja. So. Und rüber, rüber. Unten läuft auch gut. Hier ist noch dreckiges Geschirr. Ich glaube, das waren die letzten. Haben wir noch Sachen übrig? Ja, irgendwie schon. 7 Sachen, auch noch die teuren. Nein, verkauf das. Verkauf das. Scheiße. Habe ich mich dezent verschätzt. Ach so, Mist. Habt ihr gesehen? 7 Sachen, auch noch die teuren. Zweit- und drittteuerste Sache hatten wir noch übrig. Ach, Dreck. Und ganz wenig Umsatz gemacht nur. Es wird immer weniger. Aber es liegt halt auch darin, wenn die Sachen nicht so teuer sind, die wir anbieten, klar, ne? Dann kriegst du natürlich auch nicht so viel. Es ist so, wie es ist. So, und hier haben wir 18.000 Umsatz gemacht. Drescherhai. Ha, der geht gut. Der geht gut. Naja, es war halt ein Dienstag. Ich wollte sagen, es war halt ein Montag, aber es war ja schon ein Dienstag. Tag 68. Boah, wir können auf jeden Fall ernten. Wir haben ja 38.000 irgendwas. Müssen wir mal gucken, was wir damit anstellen. Ob wir jetzt wirklich so viel investieren oder ob wir jetzt erstmal dann loslegen. Das aber genau werden wir in der nächsten Folge herausfinden, Ladies und Gentlemen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann auch mit am Start seid. Und bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei.